Bei Landtagswahlen dürfen Jugendliche in 4 Bundesländern, bei Kommunalwahlen bereits in 7 Bundesländern ab einem Alter von 16 Jahren wählen. Viele wünschen sich das auch auf Bundesebene. Machen Sie sich für eine Senkung des Wahlalters und mehr Partizipation von Jugendlichen stark? Wir Freien Demokraten fordern das Wahlrecht für Jugendliche ab 16 für den Deutschen Bundestag, aber eben auch für das Europäische Parlament. Das Wahlrecht ist eine Partizipation an Demokratie und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass gerade die Menschen, die Personen, die am längsten von den Entscheidungen, die durch Wahlen eben auch getroffen werden, auch daran partizipieren können. Das ist für mich gelebte Demokratie und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass auch junge Menschen dieses sehr hohe Gut des Wahlrechts ausüben dürfen. Eine Bedingung allerdings müsste sein, dass bereits in der Schule, auch früher, die entsprechende Bildung für Politik verstärkt wird. Ja, die Absenkung des Wahlalters, das ist eigentlich eins meiner Herzensthemen. Das ist mit ein Grund, warum ich mich in der Politik engagiere. Und dafür möchte ich mich dann natürlich auch ganz besonders stark machen. In einem ersten Schritt wollen wir das Wahlalter auf 16 Jahre senken. Einfach um die verfassungsmäßige Mehrheit dafür zu organisieren. Diesen ganzen Prozess wollen wir evaluieren und auch die Phase des Wahlalters 16 evaluieren und dann gegebenenfalls das Wahlalter noch weiter absenken. Denn die Demokratie lebt letztlich von der Gestaltung und dem Engagement aller Bürgerinnen, vom Kindes bis ins hohe Alter. Und viele politische Entscheidungen und auch viel Verantwortung in der Gesellschaft wird bereits jetzt von Jugendlichen übernommen und die Gesellschaft auch von Jugendlichen gestaltet. Und da ist es nur richtig und auch wichtig, dass die auch das Recht zur Mitsprache bekommen, aktiv wählen können und sich aktiv beteiligen können. Wenn ihr in eurem Lebensalltag demokratische Erfahrungen macht und eure Rechte wahrnehmen könnt, dann stärkt das letztendlich nur die Demokratie. Ich setze mich für das Wahlrecht ab 16 sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene ein. Junge Menschen bringen sich an vielen Stellen politisch ein und es sind auch die, die die Entscheidung von heute am meisten betreffen werden. Der Austausch der Politik mit der Jugend ist extrem wichtig, beispielsweise über Jugendbeiräte, Jugendvertretungen im kommunalen Bereich, aber auch über den stetigen Austausch mit Jugendverbänden. Bei neuen Gesetzen möchten wir als SPD zudem einen Jugendcheck einführen, der die Auswirkungen neuer Maßnahmen auf die Jugend verbindlich abschätzt. Staatsbürgerliche Rechte und staatsbürgerliche Pflichten müssen im Einklang zueinander stehen. Der Gesetzgeber hat aus guten Gründen das Erreichen der vollen Geschäftsfähigkeit an das Erreichen des 18. Lebensjahres verknüpft. Er geht davon aus, dass ein 18-Jähriger die notwendige geistige Reife besitzt, um staatsbürgerliche Rechte und staatsbürgerliche Pflichten wahrnehmen zu können. Warum sollte das beim Wahlrecht anders sein als beim Jugendstrafrecht? Jemand, der nach Jugendstrafrecht bis zum 21. Lebensjahr verurteilt wird, kommt in der Regel strafmildernd davon. Da besteht also eine große Diskrepanz und deswegen lehne ich das Wahlrecht mit 16 Jahren ab. Im Übrigen hat man immer die Möglichkeit, als junger Mensch sich politisch zu engagieren, beispielsweise in den Jugendorganisationen der Parteien. Meine Partei gibt jungen Menschen eine Chance. Wir stellen viele junge Landtagsabgeordnete und Bundestagsabgeordnete. Wir Freien Wähler setzen uns ganz klar dafür ein, dass das Wahlalter im Bereich der Kommunalwahlen auf 16 Jahre gesenkt wird. Wir sehen darin eine Chance, junge Wähler und Jugendliche mehr für die Politik zu begeistern und auch zum Mitmachen in den Parteien anzuregen und sich darüber Gedanken zu machen, was um sie herum passiert und wie man die Dinge eben konstruktiv anpacken kann. Gerade auf dieser kommunalen Ebene geschieht ja sehr, sehr viel in unserem wirklich direkten täglichen Leben, was man beeinflussen kann und wo man mitwirken kann. Von daher ist das für mich ein sehr, sehr guter erster Schritt, um sich der Thematik Absenkung des Wahlalters zu nähern. Jugend muss stärker an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Hierfür bieten sich Jugendbeiräte zum Beispiel an. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Wahlberechtigung mit der Volljährigkeit in Verbindung stehen muss. Und die Erfahrung zeigt, dass 18-Jährige nur zu einem geringen Teil ihr Wahlrecht ausüben. Die Sorge, die ich habe, ist, dass das bei 16-Jährigen noch stärker ausgeprägt sein wird und damit also auch die Akzeptanz von Wahlentscheidungen in Frage gestellt wird, weil halt eben die Wahlbeteiligung dadurch dann dauerhaft sinken wird.